Wenn du Bock hast, join auf jeden Fall gerne unserem Discord-Server. Link dazu unten in der Videobeschreibung. Und wenn du mich supporten möchtest, kannst du gerne den Supporter-Creator-Code FRPZ und YT eintragen. Was geht ab, Leute? Euer Fraps ist hier und zwar heute mit einem neuen Video. Heute in dem Video schauen wir uns auf jeden Fall die Patch-Notes von Patch 9.3.0 an. Und ihr könnt das Ganze bereits hier im Hintergrund sehen. Es gibt sehr coole Informationen. Ihr habt es wahrscheinlich schon aus dem Titel gelesen, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal bei Battle Royale an und arbeiten uns dann weiter. Der neue Gegenstand Saufpack ist da. Ich würde sagen, wir schauen uns den Trailer mal dazu an. Ja, okay, da wird jetzt sowas wie ein Chuck-Chuck geworfen. Ach so, man wirft das und die Mates bekommen dann Leben dadurch. Okay. Ja, Freunde, das ist ja voll geil. Gefällt mir. Nee, Freunde, das ist echt nice. Also das Item hat was, ne? Und man hat ja davon nicht nur eins, man bekommt 6 Stück direkt. Schauen wir uns mal an. Wechselnde Limited Time Mode, Scharfschützengewicht Duo, Trios, pures Gold Team. Das wird auf jeden Fall in den nächsten Tagen auf uns zukommen. Waffen und Gegenstände, Saufpack ist natürlich da. Beim Auftreffen verspritzt dieser Wurfgegenstand einen kleinen Bereich Flüssigkeit. Alle Spieler im Flächenradius erhalten sofort 20 Konditionen. Das heißt, wir haben 6 Stück dabei. Man könnte theoretisch gesehen über 100 Schild machen. Das ist auf jeden Fall nice. Okay. Nee, es ist cool, Freunde. Das Saufpack heilt sowohl Verbündete als auch Feinde und kann die Dauer des Spielstatus niedergestreckt verlängern. Das heißt, wenn ihr niedergestreckt seid oder ein Kollege, dann kann man auf den dieses Saufpack werfen und er kann dadurch länger durchhalten. Feier ich mega. Seltene Variante, keine Ahnung, ist blau halt, ne? Erscheint in 2 Stapeln, maximal in Stapelgröße 6. Ah, okay, man bekommt also nur 2 Stück maximal. Dann haben wir hier auf jeden Fall Schrotflinte, Verzögerung beim Ziehen entfernt. Die Ablenkzeit für Schrotflinten gilt jetzt nur noch, wenn der Spieler mehrere Schrotflinten bei sich trägt. Der Typ dabei spielt keine Rolle. Geile Sache, das wurde bereits schon vor einigen Wochen angekündigt, dass das Ganze auf jeden Fall reinkommen wird. Das ist jetzt viel overpowered, das heißt, wir können mit der Pumpgun noch heftiger Sachen anfangen, vertraut mir. Distanz und Effektivität der Kampfschrotfinde wurden reduziert und zwar um 10% bei mittleren Distanzen und um 20% bei langen Distanzen. Bin mal gespannt, wie genau das so down genommen wurde. Dann wurden ein paar Sachen entfernt. Der Boombogen ist weg, also F in den Chat für den Bogen. Zwillingspistolen sind weg und Dynamit ist weg. Es waren etwas zu viele Explosionswaffen verfügbar. Wir haben den Boombogen in den Tresor geschickt, um diese Waffen nicht zu übersättigen. Ja, das haben sie gut gemacht. Also finde ich. Naja, schauen wir mal weiter. Fähigkeit von Geschossen von Annäherungsgranatenwerfer zu reiten wurde entfernt. Ja, da gab es so ein... Ja, man konnte Rocket Riden mit dem Granatenwerfer. Ansonsten Verzögerungen hinzugefügt, damit sich Sturmdreher und normale Sturmgameplay hinsicht des Zeitpunkts an dem Schadenbeginn gleichen. Uninteressant. Geräuschvisualisierung für den Sturmdreher wurden hinzugefügt. Davor hat man das nicht manchmal so gut gehört oder so. Spielsachen tauchen nicht mehr in Eliminierungsnachrichten auf der Startinsel auf. Okay. Zu den Fehlerbehebungen komme ich jetzt mal nicht. Das ist jetzt nicht so relevant, denke ich mal. Zum Wechseln halten ist jetzt eine Option. Standardmäßig ist sie aus. Ist die Option aus, wird nun beim ersten Drücken der Taste aufgesammelt, anstatt beim Loslassen. Dies sollte dazu führen, dass besser aufgesammelt werden kann. Ich habe keine Ahnung, was sie damit meinen. Ich weiß es nicht. Ich sage es euch, wie es ist. Das Wort bei Druckplattenrätseln nordwestlich von The Block ist jetzt leichter lösbar. Das ist sehr gut, Freunde. Da gab es nämlich übertriebenes Problem. Ich sag's euch, wie es ist. Windkanäle lassen die Grafikeffekte jetzt langsamer verschwinden und spielen Audios ab, die von Ausschalten der Kollision warnen sollen. Ja, außerdem sind Kräfte deaktiviert, um Spieler eine Vorwarnung zu geben. Ah, alles klar, dankeschön, Digga. Sturmdreheffekt-Farben wechseln sich jetzt normalerweise hin und her. Performance-Optionen gibt es ein bisschen. Audio wurde auf jeden Fall überarbeitet. Benutzeroberfläche wurde ein bisschen überarbeitet, und zwar diese Fahrzeugkonditionsbalken. Erscheint halt, wenn man ihn steuert, und da wurden so ein paar Veränderungen vorgenommen, sagen wir mal so. Wiederholungsmodus wurde leider nicht das gefixt, was mich in letzter Zeit stört. Und zwar, Freunde, ist da derzeit so ein Bug, dass das so verschwommen ist. Dieser Verschwommen-Effekt geht nicht. Und deswegen fuckt es mich übertrieben ab. Aber naja, so viel auf jeden Fall zum Battle Royale-Modus. Schauen wir uns den Kreativmodus an. Und zwar, Freunde, ist jetzt Objektomatik da. Mach dich unsichtbar, verwandle dich in ein Objekt, verstecke dich vor deinen Gegnern, verwende dieses Gerät und die neuen Spieleinstellungen, um dein eigenes
dein eigenes Objektjagdspiel zu kreieren. So, maximal lost. Also sieht auf jeden Fall schon mal interessant aus. Bin gespannt, wie es aussehen wird, wenn wir das selber machen können. Ich werde das Ganze auf jeden Fall mal heute Abend spielen und morgen als Video dann mal hochladen. Es gibt auf jeden Fall neue Inseln, die wir halt sozusagen spielen können. Und das könnt ihr auch gerade sehen, so mit Lava und so, gefällt mir, ist auf jeden Fall ganz nice. Ansonsten, Freunde, denke ich mal, dass ich jetzt hier nicht viel zu sagen sollte, aber ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen, was alles heute dabei ist. Ist im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein cooles Update. Wir haben hier diesen einen komischen Mini-Chuck-Chuck-Werfer da als Softdrink und dann haben wir ja nochmal hier Prop Hunt. Geil auf jeden Fall. Ich werde mir das Ganze nochmal anschauen, werde mich nochmal melden, wenn es neue Informationen gibt. Das soll es gewesen sein, Freunde, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein! Got that.